سرنا 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 بعون الله. Jeder schließt seine Tür, weil das eine verlogene Welt ist. Die lügen dich an. Kommen Jungs und die sagen, du bist mein Stern, du bist mein Mond, du bist meine Sonne, du bist schöner als der Mond. Wenn Jennifer Lopez kommen würde, ich würde dich nehmen. Nein, du bist mein Liebling und so. Irgendwas vom Pferd, jetzt sind ja so Lügen, dass nicht mal Bildzeitung lügt so viel. Glaub mir, nicht mal Bildzeitung lügt so viel. Die lügen dich an und erzählen dir was vom Pferd, um ihr Ziel zu erreichen. Um dich zu erniedrigen. Und sich selbst auch. Um dich in eine Sünde zu bringen, die große Sünde ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Darum erzählen die solche Lügen. Die lügen nicht an, glaub uns nicht. Diese Lügen haben wir erzählt. Wir wissen, wovon wir reden. Wir waren in diesem Licht, in dieser Dunkelheit. Wir wissen, wovon wir reden. Du bist unsere Schwester, hast du Tauber gemacht, hast du Allah um Vergebung gebetet. Du gehörst zu uns. Du bist ein Teil von dem Körper, des Körpers des Islams. Immer, immer, egal. Querschnitt gelähmt, halbes Gesicht weg, beide Hände weg, uninteressant. Und das für Mann und Frau. Immer die Tür offen. Nie würden wir sagen, geh raus. Nie würden wir dich ausschließen als Schwester im Glauben und nie würden wir einen Bruder ausschließen als Bruder im Glauben. Vielleicht hast du dasselbe Leben mit Sünden verbracht. Und dann bist du zum Entschluss gekommen, Tauber zu machen. Wir würden dir die Hand reichen. Und wir sagen, komm. Wir sagen, es ist kein Problem. Du bist unsere Schwester im Glauben. Du hast zurück zu Hause gefunden. Du hast es verdient, mit uns zu sein. Und das ist wahre Brüderlichkeit. Wahre Geschwisterlichkeit. Das ist wahre Wahrheit, die Allah Ta'ala uns mitgegeben hat. Das ist, was ein Bruder und jede Schwester sehen soll, die sich draußen aufhalten und sie denken, sie haben draußen den Erfolg gefunden. Nein, glaubst du, du wirst draußen angelogen, veräppelt. Ihr wird irgendwas vom Pferd erzählt. Und du glaubst das. Weil dir draußen die Sünde geschmückt wird. Man schmückt dir und versucht die so schön an dir zu verkaufen. Nee, nee. Nimm das. Das ist gut für dich, aber sie geben dir einen Trank, um dich zu vernebeln von dieser Dunja und dann von dir zu nehmen, was sie wollen. Und von dir dann zu nehmen, was sie brauchen, bis sie dich ausgenommen haben und dann werden die dich links liegen lassen. Und du siehst, wie viele Stars sich das Leben nehmen, wie viele Stars sie im Alkoholkonsum verfallen, Drogen, alles Mögliche. Warum denkst du, sie beginnen so Katastrophen? Du hörst auf einmal, ja, einer, Kahlkopf rasiert, hier, Britney Spears, Kahlkopf. Warum hat die das gemacht? Weil die nicht mehr klarkommen auf ihr Leben. Die haben Bock mehr. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Die wurden sowas von auseinandergenommen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Jetzt erzählt sie, dass sie sich einfrieren lässt. Ja, die sagt, ich lass mich einfrieren und dann später wieder ins Leben rufen. Und später wird es keinen mehr geben, den ich mir ins Leben rufe. Die anderen auch sterben. Die werden dann auch sterben. Jeder wird sterben. Und du denkst, da wird jemand da sein, der dich ausfriert. Dann stehst du immer eingefroren. Vorbei. Tot. Das ist das, was wir sagen. Warum nichts einfach, sie kommen auf solche Gedanken? Weil die erstmal nicht die innere Zufriedenheit haben, was der Islam einem gibt. Und weil sie gar keinen Sinn mehr im Leben haben. Weil wenn du sie fragst, was ist Sinn des Lebens, dann werden die entweder so machen, keine Ahnung, weiß ich nicht, die meisten machen so mit den Schultern, ja, oder sie werden was vom Pferd erzählen, deswegen Familie, kein neues Album rausbringen, oder die würden jetzt erzählen, ja, keine Ahnung, die haben so viele Sprüche, so viele, jeder für sich, was der gerade denkt. Ja, Familie, also einer, der ist impotent, der kann es schon aufhängen, weil er keinen Sinn mehr im Leben hat. Wenn das Sinn des Lebens wäre. Das ist ein Ziel im Leben. Erstmal, was nicht jeder Mensch erreichen kann, und jeder Mensch erreichen. Wenn er möchte, kann er es erreichen. Wenn er zu in der Lage ist. Das ist kein Sinn im Leben. Das ist, du siehst hier, darum machen wir mit dem Schulter, weil die selber keinen Sinn im Leben für sich haben. Versteht ihr? Du meinst, es gibt so einen Witz mit dem Schulter wackeln für die Griechenland, ich will ihn nicht übersetzen. Deswegen lassen wir es dabei. Ja, die wacken ahnungslos. Er ist nicht was, keine Ahnung. Aber Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem wir ihn erkannt haben, uns auch mitgegeben hat, was der Sinn des Lebens ist. Wie Allah azza wa jal sagt, wa makhalakul jinnah wal insa illa liya'budun. Ich habe die Jinns und die Menschen erschaffen, um mir allein zu dienen. Was ist das? Ibadullah, die Diener zu Allah, die anhört bis zum Tod, liebe Geschwister, bis wir sterben. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal dienen, und wann, was passiert danach? Die Rückkehr ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen darfst du dich nicht von dieser Dunya ablenken. Allah azza wa jal sagt, Al-haykum utakathur hatta zurtumul maqabir. Er sagt, die Menschen lassen sich ablenken. Die lassen sich ablenken. Hatta zurtumul maqabir, bis sie die Gräber besuchen. Nicht in die Gräber für immer verweilen,